gerade, ich will euch meine Top 10 Mac-Lieblinge zeigen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da anfangen soll, weil ich habe das irgendwie durcheinander lassen da, wenn ich ehrlich sein soll. Fangen wir... Mit was fangen wir denn an? Ich habe nur einen Pinsel, ich habe den noch extra sauber gemacht für euch, weil der war total dreckig. Ich muss den aber, glaube ich, mit Wasser waschen. Ich habe den noch schon sehr, sehr lange. Das ist der ganz, ganz beliebte, das kann man gar nicht mehr lesen, so lange habe ich den schon. Der 217er ist das von MAC. Aber mit dem Pinselreiniger ging das auch gut sauber. Ja. Den benutze ich immer, um das in der Lidfalte aufzutragen. Immer. Ich kann mit keinem anderen Pinsel das machen. Ich kann das nur mit dem. Deswegen habe ich auch schon überlegt, meinen zweiten zu kaufen, obwohl die MAC-Pinsel sehr, sehr teuer sind. Aber ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingspinsel von MAC. Kein anderer. Immer der. Der ist mein absoluter Liebling. Viele werden ihn eh kennen, glaube ich. Jetzt stecke ich ihn wieder da rein. So. Als nächstes, glaube ich, machen wir Augen. Da habe ich auch nur eines. Ich bin mir bei dem nur nicht mehr so sicher. Die Liste habe ich schon länger zusammengestellt. Also es sind schon noch meine aktuellen Favoriten, so ist es nicht. Aber bei dem, ich glaube, die werden schnell kaputt, diese MAC Pro Glide, Pearl Glide, nicht Pro Glide. Pearl Glide Intense Eyeliner heißen die Kajalstifte von MAC. Ich habe da so viele gehabt, nur einen finde ich leider nicht mehr. Ich hatte irgendwo einen Türkisen und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich weiß, wo der ist. So. Also, ich weiß, ihr versteht es nicht, was ich meine, aber egal. Das ist der blaue, den habe ich jetzt auch gerade oben. Ich habe den unten am Wimpernkranz. Ich finde, der hält auch sehr gut. Ich mag den sehr gerne. Das Problem, ich habe auch, glaube ich, einen habe ich schon zweimal leer gemacht, einen schwarzen, glaube ich, von denen. Nur, ich glaube, umso länger man sie aufhebt, umso schlechter werden sie. Das sieht man bei denen zumindest sehr, sehr gut. Ich zeige euch nochmal. Also die Farbe, die ich jetzt in der Hand habe, heißt auch Petrol Blue. Ich kann halt nicht reden. So. Ich mag die sehr, sehr gern. Immer noch. Also ich liebe diese Kajalstifte. Das Problem ist halt nur, dass ich das Gefühl habe, umso länger man sie aufhält, umso schlechter werden sie. Bei einem Lip Liner ging es mir nämlich auch so. Den hatte ich auch schon sehr, sehr lang und da habe ich mir die Lippen aufgekratzt mit dem. Aber ich glaube, das habe ich euch im Aufgebraucht-Video eh erzählt. Dann machen wir mal mit Concealer weiter. Ich habe einen sogar noch in der Verpackung. Ich kleiner Junkie. Den kennen viele, den habe ich schon sehr, sehr oft aufgebaut. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich die falsche Farbe erwischt habe. Ich habe da nämlich NC15 und ich hätte eigentlich NW15 braucht, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Das ist halt, glaube ich, sogar heller als ich, aber egal, er funktioniert trotzdem. Ich habe ihn schon mal probiert und habe keinen Unterschied gemerkt. Aber ich werde mir das nächste Mal wieder NW nehmen, weil hier habe ich den Studio Finish Concealer von MAC und der ist in NW15. Keine Ahnung, warum ich dann NC genommen habe beim Pro Longwear. Fragt mich nicht. So, der ist schon sehr stark benutzt. Den habe ich sogar mal als Lidschattenbase heute verwendet, weil ich verzweifelt bin. Mein grüner Creme-Lidschatten von Essence geht gerade leer und ich habe so Angst, dass ich keinen Ersatz finde als Lidschattenbase und deswegen habe ich mir gedacht, okay, viele haben ja Concealer mal verwendet, also probiere ich das. Ihr seht doch, es ist eine Monsterkuhle drin, aber irgendwie kommt da kein Hitzepellen, obwohl ich ihn jeden Tag verwende. Erst war er mir zu trocken, aber jetzt benutze ich ihn sogar unter den Augen und ich mag ihn eigentlich sehr gern. Also ich finde ihn wirklich gut. Ich würde ihn sogar, glaube ich, nachkaufen, wenn er leer gehen würde. Ich gehe da auch immer mit dem Pinsel rein. Oh Gott, ich habe den nur einmal verwendet und schon ist da ein bisschen was weg. Das ist aber eine Frechheit. Den liebe ich ja sowieso, den Pro Longwear Concealer. Den habe ich schon zweimal, glaube ich, aufgebraucht. Und den liebe ich. Ich will gar keinen anderen mehr. Also mit dem kommt man auch sehr, sehr lange raus, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr lange. Bleiben wir noch beim Gesicht. Ich habe ein MAC Puder. Das habe ich schon so lange nicht mehr verwendet. Es ist auch die Hälfte, glaube ich, schon weg. Ich glaube, es war mal ganz voll. Bin mir aber nicht sicher. Das ist das Truth and Light von MAC. Ich glaube, das ist dieses einfach nur Loose Powder, heißt das, glaube ich. Ich habe da nämlich einen anderen Deckel drauf. Ich habe das nämlich mir schon mal nachgekauft. Deswegen habe ich da den Disney-Deckel noch rum. Ich habe das nämlich einmal gekauft von einer Disney-Kollektion. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die erinnern könnt. Ja. So sieht das dann aus. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich benutze nur zu selten. Ich soll es mal wieder verwenden. Aber das mache ich erst, wenn ich mal meine anderen Bude aufgebraucht habe, die ich da leer machen muss. Aber ich habe das immer schon geliebt. Und wenn ich es dann wieder neu... Au! Wenn ich es dann wieder neu verwende, verliebe ich mich wieder in das. Deswegen habe ich es mir damals auch nachgekauft und habe einfach nur den Deckel austauscht.
Bei den Disney-Deckel würde ich nie zu Back-to-Mac geben. Niemals. Und deswegen habe ich mir gedacht, du. Weil da hat mir eine Mac-Dame hat mir da den Tipp gegeben. Tu dann einfach den Deckel auf das andere drauf. Sehr gute Idee. Wirklich sehr gute Idee. Bleiben wir noch beim Gesicht. Und zwar, kommt gleich, also zwei Sachen kommen noch vom Gesicht. Creme Blush von MAC. Sind meine absoluten Lieblinge. Ich kann gar nicht mehr ohne Creme Blush. Ich habe jetzt auch wieder eins drauf und tu dann noch ein Puder Rouge drüber. Das ist mein absolutes Lieblingsblush. Das habe ich auch jetzt, wie gesagt, oben. Das ist das Posy von MAC. Ich finde, so alt die auch sind, man kann sie immer noch verwenden. Es braucht dann eine Weile, bis man dann die erste Schicht mal runter hat, aber man kann sie noch immer verwenden und ich liebe diese Teile einfach. Ich bin verliebt in die. Ich habe noch mehrere. Ich glaube, ein, zwei oder so habe ich noch, wenn nicht mehr. Ja, so sieht das aus. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag sogar die, glaube ich, lieber als die Puder Rouge, weil jetzt habe ich auch, ich kombiniere das mit einem Puder Rouge, das habt ihr ja, glaube ich, in den Shop My Stash gesehen. Aber irgendwie mag ich das Creme Blush lieber. Ich tue halt eh immer noch was drüber, aber es hält den ganzen Tag, wenn man das kombiniert. So meine ich das. Ich hoffe, das Video ergibt überhaupt Sinn. Dann habe ich noch das MAC Fix Blush, das ist schon mein zweites. Ich habe mir sehr lange Zeit lassen, das nachzukaufen. Deswegen dauert dieses Video auch so ewig, weil ich wollte schon viel früher mal euch zeigen, die Top 10 MAC Sachen. Musste mir aber erst alles nachkaufen. Ja, aber das ist auch mit Kokosduft. Ich finde das so cool, dass es jetzt mit verschiedenen Duftrichtungen die Fix Blush gibt. Das erste Mal, wie das nämlich rauskam, habe ich es verpasst leider. Schande über mein Haupt, aber da waren sie auch, glaube ich, um klein. Bill ich mir ein. Weil ich jetzt gern das Gurke gehabt, aber was soll's. Da, wie man sieht, ist auch ein bisschen schon weg. Ich habe es nur ein, zwei Mal bis jetzt. Na, blödsinn, drei Mal habe ich es jetzt verwendet bis jetzt. Oder? Nein. Ich weiß gar nicht. Ein paar Mal. ja. Wie ihr seht, ich habe auch die gelbe Verpackung lassen. Ich habe ja im Aufgebraucht-Video diskutiert. Ich mag das. Das ist einfach, ich finde es einfach super, das MAC Fix Blush. Ich würde mir das auch immer wieder nachkaufen. Aber wie gesagt, ich benutze das nur, wenn ich frei habe und ich gehe fort, dann benutze ich das. So komme ich auch viel, viel länger damit aus. Für die Arbeit wäre mir das zu schade, wenn ich das jeden Tag sprühen würde. Dann habe ich noch MAC Nagellacke. Ich habe jetzt nur einen, aber ich habe sehr, sehr viele. Ich glaube, in meinem Nagellacksammlungsvideo kommen die vor. Da könnt ihr die gerne mal sehen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt nur einen dabei genommen, weil den liebe ich einfach. Den gibt es, glaube ich, sogar noch im Standard. Sortiment. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen zeige ich euch das so. Den gab es mal in einer LA, ich glaube, in der Champagne, glaube ich, war das. Ich liebe den. Ich liebe diesen Nagellack. Und ich muss unbedingt mal wieder lackieren. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer farbiges Gel genommen und ich will unbedingt mal wieder lackieren. Ich muss meine Nageltante überreden, dass sie mir keine Farbe mehr andreht, weil ich will unbedingt wieder lackieren. Weil die MAC Nagellacke finde ich sehr, sehr gut. Da gibt es noch zwei andere, die ich total liebe. Also das ist jetzt nur einer von vielen. Die mag ich auch sehr, sehr gern. Ich glaube, viele benutzen die gar nicht von MAC. Obwohl, ich finde sie nicht schlecht. Da gehen eh die Meinungen, glaube ich, auseinander bei den MAC Nagellacken. Lippen. Als nächster zeige ich euch das Prep and Prime für die Lippen. Das liebe ich. Ich weiß nicht, warum ich das mir so lange nicht nachgekauft habe. Das sieht so aus, es ist nur weiß. Es gibt man vorher Lippenstift auf die Lippen und dann hält der noch länger. Ich habe das geliebt. Ich glaube, ich habe das auch zweimal schon aufgebraucht und habe mir das nie nachgekauft und habe mich gefragt, warum. Und dann habe ich eben diese ganzen Gutscheine bekommen und habe mir die Sachen wieder nachkauft, die ich eben sehr gern hatte zu der MAC-Phasenzeit, die wieder jetzt zurückkommt. Nur zur Information. Also so sieht das aus. Ich liebe es. Also ich... Ach Gott. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich würde es auch immer wieder nachkaufen. Wirklich. Wirklich. Heute habe ich es nicht um, weil fürs Video benutze ich es jetzt nicht, aber ja. Dann natürlich als letzter MAC-Lippenstift. Ich habe auch jetzt einen oben, ich zeige euch den zuerst, den ich oben habe. Ich habe noch einen Lip Liner von Essence drunter, aber das ist der Gleam, heißt der, glaube ich. Ich glaube Glam. Glam heißt der. Glam. So sieht er aus. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Den finde ich auch super. Ich habe eh so viel Rot, aber ich liebe diese. Ich finde, das passt auch so gut mit dem T-Shirt zusammen. Ich liebe diese Farbe. Ihr wisst, Rot ist in letzter Zeit mein Ding. Deswegen. Aber allgemein, auch so ein Rot finde ich voll schön. Das habe ich auch sehr, sehr oft dran. Sieht man, glaube ich, hier auch. Ich bin so richtig wieder in MAC-Lippenstift-Fieber. Wenn ich frei habe, dann benutze ich meistens nur noch MAC-Lippenstifte. So wie der, das ist der
Passion, glaube ich, heißt der. So sieht er aus. Aber ich werde irgendwann mal eher eine Lippenstiftsammlung machen von MAC, wenn euch das interessiert. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Nude mag ich natürlich auch. Das ist jetzt der Naked Bird. So sieht er aus. Den habe ich auch vor kurzem sehr oft dran. Ich weiß nicht, warum der so weiß wird. Ich habe den ja noch nicht so lange. Also ja, den mag ich auch sehr, sehr gern. Finde ich auch super. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kurz geworden. Und ich hoffe, ich habe nicht so viel Blödsinn gelabert. Irgendwie durch das Video vordrehen bin ich komplett raus. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblings-Mac-Produkt ist. Oder wenn ihr das Video schaut und ihr habt keinen Mac oder ihr interessiert euch nicht für Mac, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wieso. Das wäre nämlich auch interessant. Ja, und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!